Die Deutsche Blindenfußball-Bundesliga startet am Samstag in Mannheim ihre Städteserie. Das Motto: Mit Fußball in die Mitte der Gesellschaft. Ja, es ist dann auch wieder natürlich das Schöne, dass das zeigt, dass Fußball eigentlich alle Barrieren brechen kann, wenn man ihn nur richtig einsetzt. Am 2. Juli wird dann vor dem Hannoveraner Rathaus der deutsche Meister gekrönt. Insgesamt kämpfen 9 Teams um den Titel. Tennisbegeisterte Rollstuhlfahrer können ab sofort beim TC Dülmen im Münsterland aktiv werden. Mit einem speziell ausgebildeten Trainer und natürlich ohne Barrieren. Ich glaube, es wird sehr viel über Barrierefreiheit, über Integration, auch über Inklusion gesprochen. Und ich denke, dies ist mal ein ganz tolles Beispiel, wo es auch umgesetzt wird. Deutschland hat einen neuen Meister im Elektrorollstuhlhockey. Die Munich Animals konnten zum ersten Mal den Titel nach Hause holen. Nachdem sie am letzten Spieltag der Saison 2 wichtige Spiele für sich entscheiden konnten, fand sich das Team um Trainer Christian Wolfsteiner an der Spitze der Tabelle. London Paralympics. Viele Eintrittskarten unter 20 Pfund. Mit Handicap, aber ohne Barrieren. Paragolfen in Niedersachsen. Event-Tipp: Deutsche Meisterschaft der Rollstuhl-Basketball-Ladies in Hamburg. We Like, die aktuelle Ausgabe des Dummy-Magazins.